Nachtruhe, mach das Licht aus. Ist er. Keine Bewegung, Chododon. Oder ich lass den Hund auf dich los. Tut mir leid, den kann ich nicht folgen. Joe! Joe! Hast du wieder von deiner Flucht geträumt? Das war spektakulär. Es gab hier einen Geheimgang. Aber Träume sind Scheine, Joe. Dummerweise. Und wenn der Geheimgang tatsächlich existiert? Oh, du hast auch von der Legende gehört, Joe. Was für eine Legende? Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen darf. Na egal, ich mach's einfach. Es heißt, dass der erste Direktor dieses Gefängnisses, Lord Morton, einen geheimen Geheimgang unter dem Gefängnis gebaut hat für den Fall, dass er mal eingesperrt werden sollte. Aber das ist nur eine Legende. Ihr habt sie nicht von mir gehört. Genau wie in meinem Traum. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Und wo ist nun dieser Geheimgang, Joe? Ganz einfach. Der Korridor, die Zellen, die Treppen. Och, nö. Ist alles klar? Ihr schreibt alles auf, was ich während meines Schlafs sage. Zeit zu schlafen. Wo ging es lang? Oh, süß, eine gestreifte Erbse. Und? Du hast gesagt, nö. Und dann... ich hab nicht von dem Geheimgang geträumt. Träume sind oft von den Ereignissen des Tages beeinflusst. Was hast du gestern gemacht? Naja, alles war wie immer. Aufstehen, duschen, bisschen schuften. Mit den anderen quatschen. Eine Flucht vermasseln. Und dann... essen. Und schlafen gehen. Alles war wie immer. Tja, du musst das machen, was du am Tag vor diesem Traum gemacht hast. Dann wirst du auch dasselbe träumen. Das, was ich gemacht habe? Genau. Und auf ins Land der Träume. Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Oh! Du kommst zu spät, Joe. Aber warum bist du denn nackig? Verflixt! Nach der Treppe hab ich's versaut. Da war kein Tunnel. Dann nochmal von vorn, Joe. Also, das möchte ich nur ungern jeden Tag machen. Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Der Korridor, die Zellen,
die Treppen und... Die Treppen und... Der Schlüssel, der Schlüssel. Der Schlüssel! Korridor, Treppe, Galerie, Statue und Schlüssel. Das ist es, genau! Bewegt euch! Darf ich vorstellen? Lord Morton. Danke für die Führung, Joe, aber... Wie geht's jetzt weiter? Diese bekloppte Statue ist unser Weg in die Freiheit. Ich muss nur ein paar... Keine Bewegung, oder ich lasse die Bestie frei. Das ist mir doch egal. Und tschüss. Ja. 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 Weiß jemand, was aus Lord Morton geworden ist? Keine Panik, ein kleines Schläfchen und... Ich träume uns den Weg in die Freiheit. Feueralarm! Evakuiert die Gefangenen! Das ist nur eine Übung. Wenn es wirklich brennt, muss es schneller gehen. Das ist meine erste Feueralarmübung. Die haben die Sirene ausgetauscht. Die neue ist besser. 59 Sekunden. Rekord gebrochen, meine Herren. Ich bin stolz auf Sie. Mhm. Den Schlüssel, bitte. Den hab ich nicht. Hm? Nicht? Hat niemand den Schlüssel mitgenommen? Halt, was soll denn das? Was ist denn hier los? Zu kurz, das war ja klar. Wo sind denn die alle? Oh, die lebenden Toten. Oh, Hilfe, wir haben Zombies im Gefängnis. Hey, was macht ihr denn da draußen? Mein Lieber, bin ich froh, dich zu sehen. Das ist wirklich lustig. Stell dir vor, wir haben uns selbst ausgesperrt. Könntest du bitte das Tor öffnen? Nein. Was soll das heißen, nein? Es heißt, nein. Wir bleiben hier. Wir hauen nicht ab. Besser ein freier Gefangener im Gefängnis als ein freier Mann, der draußen gefangen ist. Wow. Was machen wir jetzt bloß? Wir können doch die Gefangenen unmöglich freilassen hier draußen in der Wüste. Wann ist die Übung vorbei? Wir müssen wieder zurück zum Steineklopfen. Wegen der Indianer ist es nicht sicher hier draußen. Ihr zwei, macht euch sofort an die Arbeit und öffnet das Tor. Wir haben jetzt lange genug gewartet. Wie sollen wir das ohne Schlüssel anstellen? Keine Ahnung, benutzt euer Gehirn. Noch mehr Zombies, ich bin umzingelt von lebenden Toten. Geht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid, Kreaturen der Hölle. Hey, dick und doof. Ihr versucht doch wohl nicht, durch einen Tunnel ins Gefängnis einzubrechen. Tja, einen Tunnel zu graben war wohl auch nicht der richtige Weg. Jetzt macht euch bloß nicht ins Hemd. Das wird schon nicht wehtun. Und jetzt auch noch fliegende Vampire. Ich bin mitten in einem Krieg zwischen den Kräften des Bösen und der Armee der Hölle. Und hopp! Das hatte
vielleicht doch etwas wehgetan. Jetzt gibt's Happa Happa nach meinem Rezept. Was denn das? Ein Mischmasch von zerkochten Kartoffeln, Rosenkohl und Bohnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den alten Koch sehr vermissen werden. Was ist das? Hexe am Stiel und zerstampfter Kaktus. Alles, was ich finden konnte. Ich hoffe, Emmett und Pete haben Erfolg. Zehn zu eins, dass das der falsche Weg ist. Wette gilt. Der süße Duft der Freiheit. Ich weiß nicht, ich merke keinen Unterschied. Wir müssten wieder in die Zelle, um es zu vergleichen. Oh, Wache spielen macht Riesenspaß. Aber es ist niemand zum Bewachen da. Diese Vollidioten. Ach, gehen wir schlafen. Was für ein Luxus, ein Schlafraum für jeden. Das ist unglaublich. Was für eine Federung. Ein Traum wird wahr. Das ist der Himmel auf Erden. Wer ist da? Ich bin's. Ich kann nicht allein schlafen. Darf ich bei dir Heier machen? Entschuldigung, ich kann ohne euch nicht schlafen, Jungs. Hey Joe, ist es okay, wenn ich... Na los, rutsch rein. Es geht los. Die Zombies wollen wieder rauskommen. Die wollen sich was zu futtern suchen. Schnell, schnell, schnell. Ich muss sie verschwinden. Ich bin bei den Lebenden. Ich bin gerettet. Das ist ein Tunnel. Er hat einen Tunnel gebuddelt. So ein wunderbarer Hund. Ich will nie wieder über dieses unsägliche Missgeschick reden. Und öffnet das Tor, damit wir es wieder schließen können. Doch, lassen wir sie noch schlafen. Sie sehen so süß aus. Na schön, einverstanden. Hey, lassen Sie uns raus! Ach, zu dumm. Ich glaube, ich habe gerade den Schlüssel verloren. Das ist nicht fair! Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Es war die falsche Richtung. In unserem heutigen Seminar über indianische Lebensweise wird uns fabelhafter Falke die uralte Kunst des Wassersuchens demonstrieren. Mit Hilfe dieses Stöckchens kann ich Wasser in der Wüste finden. Ich spüre die Macht des Wassers. Äußerst interessant. Und jetzt stopfen wir dieses Loch wieder, bevor das Gefängnis überflutet ist. Überflutet? Das bringt mich auf eine Idee. Eine Quelle in unserem Gefängnis, sehr ökologisch. Bravo, fabelhafter Falke. Wie haben Sie das gemacht? Oh, das war ganz leicht. Ich habe das hier benutzt. Ich hab ein Stück verloren. Seht mal, was ich mir geborgt habe. Das ist doch nur ein Stock. Ich habe einen Plan. Mit diesem Zauberstab finden wir die Quelle im Hof. Wir graben, das Wasser kommt raus und schon ist alles überflutet. Und weiter? Ist doch klar, dann können wir surfen. Surfen? Das war ein Witz, du Bodenstange. Die evakuieren die Gefangenen. Dann wird es ein Kinderspiel, von hier zu verschwinden. Na los. Los, mach schon, du Zauberstab! Ja! Genau hier! Sehr schön! Und hier auch!
Und hier ebenfalls. Und hier. Und hier. Hier auch. Und hier. Sehr schön. Im Nu ist die Badewanne voll. Kommt, Brüder, wir gehen. Wollen wir denn nicht surfen? Das Gefängnis ist untergegangen. Wir müssen auf dem Eisberg gelaufen sein oder so. Das ist ja eine Überraschung. Wir müssen die Gefangenen evakuieren. Evakuieren wir lieber das Wasser. Aber das Tor steht doch unter Wasser und ich kann nicht schwimmen. Ich auch nicht. Und was machen wir jetzt, Chef? Ich weiß nicht. Also im Regelbuch ist so ein Fall nicht erwähnt. Sie müssen uns evakuieren. Das liegt doch auf der Hand. Ach, lasst mich erst mal nachdenken. Nutzen wir die Gelegenheit für ein kleines Bad. Ha, meine kleinen Gefängnisfische. Na kommt, ich führe euch ein bisschen Gassi im Wasser. Nie im Leben passen alle Gefangenen in das Glas da rein. Er will die Gefangenen nicht evakuieren. Ich fass es nicht. Dein Plan war im Reinfall. Jemand muss runtertauchen und das Tor öffnen. Aber wir können doch nicht schwimmen, Joe. Und ehe Averill gelernt hat, wie man schwimmt, ist das Wasser verdunstet. Hübsch, die Beine bewegen Averill genauso wie ein Fröschlein. Er schwimmt wie eine bleierne Ente. Er hätte vorher lieber die Kugel von seinem Bein abmachen sollen. Die Kugel und die Ketten. Genau, ich habe einen Plan. Wir machen die Kugeln an unsere Füße, gehen unter und dann öffnen wir das Tor. Es geht ja leicht. Aber wie wollen wir atmen? Daran hatte ich nicht gedacht. Ich habe versucht, unter Wasser zu atmen. Hat nicht geklappt. Ganz einfach, wir stülpen ein Fass über unsere Köpfe. Darin können wir atmen. Das ist das Prinzip der Taucherglocke. Was denn? Ich lese viel. Und los! Oh nein, die Daltons wollen sich das Leben nehmen. Ich glaube, ich muss sie retten. Wir sind da. Wer geht raus? Okay, ich verstehe. Na sowas, wieso kommt das Wasser nicht rein? Das ist der Effekt des Luftdrucks. Habe ich auch in einem Buch gelesen. Der Frosch, Joe, los, mach den Frosch! Was will denn dieser dämliche Hund von mir? Lass mich zufrieden! Armer Freund, er ist verwirrt. Das ist wahrscheinlich der Tiefenrausch. Das ist ja eine Überraschung. Seht doch mal, die mutigen Daltons haben das Tor geöffnet. Bravo, also das nenne ich Teamgeist. Wie mutig, das gefällt mir. Die Gefängnisleitung dankt euch. Bitte hören Sie auf zu reden. Wie peinlich, das Ganze ist schon Strafe genug. Oh, ich glaub's nicht, unser Gefängnis ist versunken. Ich bin auf einer einsamen Insel, weit ab von der Zivilisation wie Robinson Crusoe. Dann muss das wohl der berühmte Freitag sein. Dann ist das der Samstag und Sonntag und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und ein anderer Freitag. Lustig.